In der heutigen Zeit ist es wichtig, den Kundenkontakt wiederherzustellen über das Sprintportal. Das heißt, hier steht im Vordergrund sowas wie ein Kundencenter, wo der Kunde Einblick in seine Bestellung hat, in seine Abläufe, wo er klar und deutlich sehen kann, wie transparent der Weg seines Produktes in der Produktion ist. Es gehören dazu Technologien wie Web-to-Print, die ohne weiteres inzwischen einen Standard darstellen und keine Besonderheit mehr auf dem Markt da sind. Es gehören dazu Technologien wie wirklich gute Frameworks in den Webseiten selber, sodass man auch im B2B wie im B2C-Bereich dementsprechend sich platzieren kann. Leistungsstarke Technologien, die generell dann einfach auch ein leistungsstarkes Produkt hervorbringen. Ich glaube, dass generell, und das ist auch absehbar in vielen Studien, im Moment der Markt sich sehr stark klein entwickelt, dass noch mehr online gekauft wird. Die Kaufkraft online wächst und das E-Print-Portal wird einfach zu einem Standard. Wie das Ladengeschäft um die Ecke wird es halt ein eigenes Ladengeschäft für jedes Druckerei geben, für jeden Bereich, in diesen Online-Bereich oder in den Sektor treten möchte.